Süßchen. Und? Wie weit bist du? Bin dabei. Bei mir steht das Schalteschiff Beta und Alpha aus. Ach, da musst du das selbst machen. Bei mir ist es nur noch Alpha. Was muss ich denn hier anklicken? Ach, da oben. Irgendwo was da oben, ja. Sind die bei dir noch nicht respawned? Doch. Achso. So schnell stirbt niemand. Ach, jetzt muss ich auch noch kämpfen? So, wo ist das andere Schiff? Das ist da hinten irgendwo. Okay, Dako. Ja. Kacki, kacki, lack, lack. Nein, nein und nein. Warum? Ja, weil du wieder ein Lachflash für 100 Milliarden Jahre kriegst. Nein, ich doch nicht. Oh, nee, wenn ich jetzt nochmal so einen Lachanfall kriege, dann habe ich Kopfschmerzen. Das, nee. Und wir werden sicherlich nochmal mit diesem Typ sich sprechen. Nein, bitte nicht. hab ich da jetzt ernsthaft? Oh nein, ich hoffe, ich habe da nicht das gehört, was ich gehört habe. Boing. Ich warte mal, hier. Bevor du in der Quest weitermachst. Fahr nur ins Sichere. Du kannst nebenbei die Bonusaufgabe machen. Habe ich schon erledigt. Richtig nicht. Wir haben gerade mal 6 erledigt davon. So, Bombe werfen. Oh, wow. Du kannst dich auch hierher tippen. Ich bin einfach gefahren. Ach, musst du etwa mit Kack-Kack-Lack-Lack sprechen? Na, nee, ich glaube, das sind die anderen. Mir wird nichts angezeigt, aber ich tippe mich zu deinem Standpunkt. Bei dieser Map, wo du das öffnest, da wird das auch nie angezeigt. Das weißt du hoffentlich. Nur bei der großen M-Map, bei der ganz normalen. Bei dieser Teleport-Map wird das nie angezeigt. Mir ist das schon angezeigt worden, tatsächlich, oder? Mir noch nie. Nach da unten muss ich. So, siehst du die? Ja. Da ist dein Kacki-Kack-Kack. Lutsch mein Lichtschwert. Ihr kommt genau rechtzeitig. Wir sprechen gerade über die finalen Angriffspläne. Die imperialen Truppen haben sich in den Jedi-Tempel zurückgezogen. Darth Aro weigert sich aufzugeben. Er weiß, dass es Wochen dauern kann, bis wir die imperialen Verteidigungslinien durchbrechen und den Tempel zurückerobern. Glücklicherweise gibt es noch einen anderen Weg hinein. Ein unterirdischer Fluchttunnel, der vor Jahrhunderten gebaut wurde. Ihr müsst durch den Tunnel in den Tempel eindringen, während wir die Imperialen draußen angreifen. Alles klar, verstanden. Die Truppen sammeln sich bereits und mit ihnen auch alle verfügbaren Jedi. Ich kenne den Tempel gut. Wenn ihr den Weg frei macht, kann ich ein Jedi-Team anführen und strategisch wichtige Positionen wie die Waffenkammer einnehmen. Ohne Meister Baudins Jedi werden unsere Truppen zahlreiche Verluste erleiden. Aber es könnte durchaus hilfreich sein, die Ausrüstung in der Waffenkammer zu sichern. Ich werde nicht zulassen, dass Leben geopfert werden, nur damit ich alle Waffen halte. Dann werden wir Darth Aho's Sith-Anhänger angreifen, während die restlichen Truppen gegen die imperialen Soldaten kämpfen. Was ist mit Luftunterstützung, Commander?
Die solostanischen Piloten warten auf ihre Chance, ihr Job rächen zu können. Ich verstehe ihren Schmerz. Aber es gibt im Tempel zu viele unersetzbare Artefakte, die bei wiederholten Luftschlägen unweigerlich zerstört werden würden. Es ist eure Entscheidung. Ohne Luftunterstützung wird es natürlich viel schwerer sein, den Tempel zu infiltrieren. Diese Artefakte könnten sich im Krieg gegen das Imperium noch als nützlich erweisen. Wir dürfen nicht riskieren, dass sie zerstört werden. Ihr habt den Jedi gehört, Bradbar. Du weißt, dass ich immer noch bleiben am Boden. Gute Punkte kriege. Oberbefehlshaber. Ja, weil hier du immer, dass die helle Seite ausfällt. Der Fluchttunnel, der euch in den Jedi-Tempel bringt. Brecht sofort auf. Ja, warum willst ich du die dunkle Seite aus? Ich halte euch Fortschritt der Schlacht auf dem Laufenden. Viel kämpfen. Glück. Wie kämpfen? Kämpfen. Das hat nichts mit der dunklen Seite zu tun. Doch. Warte mal. Ich hab ein Lichtschwert für Kira. Echt? Kristallines Lichtschwert des Bollwerks. Okay, das ist absolut scheiße. Gefährten. Mann, warum ist das so cool? Ach, hier ist es doch. Ja, du kannst nicht mal Modifier reinballern. Wo müssen wir überhaupt hin? Okay. Ist schon richtig. Oder was, M? Nee, ich dachte, ich habe mich jetzt echt verfahren. Wann hattest du eigentlich den Gleiter wieder umgetauscht? Nachdem wir das Einzelgespräch hatten. Ich bin gerade gewundert, was das denn für ein Kackhaufen ist. Ich werde jetzt echt saugen wieder auf einmal. Kiki Kaki muss halt wieder reden. Nee. Bist du da? Ah, du bist da. Ich räum schon mal auf. Okay, ich habe immer noch Autorennen an. Echt jetzt? Du! Wohin müssen wir überhaupt? Ah, einfach geradeaus. Du warst so klasse da, Go. Ey, jetzt! Mein Charakter sitzt hier einfach rum, während er im Kampf ist. Das ist so geil! Oh,
Gott, ey. Wenigstens seine Kira, ey. Ja, ist auch ein guter Sklave. Ich glaube, es fängt schon wieder mit den Tränen im Auge an. Hey, warum? Du lasst doch nicht was. Oh, ja, ich weiß auch nicht. Kommt man hier hin? Also ich bin vom Licht vorbei. Scheiße. Halt blöd. Boah, wieder Money. Warum sind wir nicht gleich zur Seite gelaufen? Weil... Ernst nehmen, waren wir hier ernsthaft durchgekommen. Ja, ich weiß. Hab ich auch da gemerkt. Ich dachte, die wären schon aggro auf uns. Ey, du kämpfst da hinten immer noch. Geh ruhig weiter. So schnell stirbt niemand. Was war denn das da halt noch? Warum bist du geschockt, was geworden? Ich mach eine Pause. Ich mach ein Leckerchen. Warte mal. Oh, gratis Look fürs Nix tun. Oh, ich bin schon wieder. Müssen wir überhaupt? Ja, eigentlich hier rein, dachte ich. Oh, nee. Man sollte vorher auf die Map gucken.
Wir müssen nach links. Okay, das hat nicht geholfen. Also mir hilft das Hundsgemein. Die Imperialen erleiden schwere Verluste. Karuva hat die Frontlinien durchbrochen und Jianda hat ihre Flanke einbrechen lassen. Das Dumme ist, wenn wir uns aufteilen, also derjenige, der da schon mal vorgeht, der verliert den hinteren Loot tatsächlich. Ich laufe ab und an wirklich zurück und loote. Ja, das mache ich nicht. Hier lohnt sich das Looten aber. Ja. Nice, nice. Jetzt war ich mal eingefroren. Ziehen sich zurück. Republikanische Truppen stürmen den Tempel. Wir müssen Darth Aro finden, bevor er entkommt. Ach du Jemine. Wir haben es schon hinbekommen. Ich hätte wissen sollen, dass die Republik ihre Lieblingshandlanger schickt, um den Tempel wieder einzunehmen. Ihr habt vielleicht die Schlacht um Ilum gewonnen, aber der Krieg ist noch lange nicht zu Ende. Selbst wenn ihr das Imperium tausendmal besiegt, mal, bevor du was werden auslässt. Wir uns immer wieder ich erleben. Schon. Ich habe aber eins, also du bist höher als ich. Nee, ich musste gerade mal gucken, ob ich hier auch wirklich alles wieder aktiviert habe. Eure Armeen sind besiegt, Darth Aho. Legt eure Waffen nieder, dann wird die Republik euch gerecht behandeln. Man wird mich nicht gefangen nehmen. Bis die Armee der Republik hier ist, werde ich diese Eiswelt schon lange verlassen haben. Aber zuerst werde ich die Galaxis von euch befreien. Oh, was ist mit dem Cash? Euer Tod wird eine Inspiration für alle sein, die dem Imperium dienen. Der Griff sieht ja mal sowas von einführbar aus. Darko? Ich bring euch down. Ich auch. Achtung, jetzt. Welche Kira hat uns jetzt geheilt? Hey, aber der tötet seine Begleiter und der hat ein privates Krankenhaus an. Dem er einfach seine Begleiter killt. Alter Schwede. Alter, ich hatte nur noch 808 Schleben? Ich, keine Ahnung, wie viel ich hatte. Ich hab die Anzeige ja nicht. Okay, wir müssen zurück. Oder? Ja, wir müssen den anderen Eingang raus. Kann man sich TP'n, Darko? Tu ich gerade. Wohin? Im Keller.
Da gehe ich oben drauf, wenn du in den Keller gehst. Ich warte dann mal auf dir. Auf dir? Warum wartest du auf dir? Weil ich auf dir warte. Nehmen wir haben euch sicher im Handumdrehen wieder auf den Beinen. Bin da drin. Passt auf euch auf. Gehst da rein ohne mich? Das ist nicht gut. Du weißt, was wir für Probleme hatten. Ich sag mal so, ich kann mit denen quatschen. Der Sieg ist unser. Alle Imperialen auf Ilum haben sich ergeben, aber es hat uns viel gekostet. Die Namen all jener, die ihr Leben auf Ilum gaben, werden niemals vergessen werden. Ich möchte euch eine Belohnung für euren heldenhaften Einsatz geben, mit dem ihr die Artefakte im Jedi-Tempel gerettet habt. Der Orden ist euch auf ewig dankbar. Kalam Jemrani Naya. Nimm Kiri. Das ging noch! Ich müsste die Fresse sehen. Aber jetzt weiß ich auch, warum du so schnell aufholst. Du liest dir diese Antworten da gar nicht durch. Du drückst automatisch immer eins. Ich glaube, ja. Achso, ja. Ja, man sollte sich vielleicht auch mal durchlesen, was man antwortet. Ihr wolltet, dass Darth Aro verschwindet und das haben wir ihm gegeben. Es würde mich nicht wundern, wenn er uns dafür irgendwie belohnen möchte. Das Einzige, wo ich mal zwei drücke, ist, wenn ich flirte. Das ist er selbst. Ich habe diese Nachricht. Du stellst mir die Antworten vorher durch, bevor ich was aussuche. Ich drücke die einfach wahllos ein. Verehrte Sith, Bürger des Imperiums. Die internen Fäden des Rats der Sith und die Abwesenheit eines geradezu apathischen Imperators haben das Imperium jetzt schon zu lange geschwächt. Sith, Kinder der Sith und Krieger in der ganzen Galaxis. Ich rufe ein neues Imperium aus, das offen für alle ist, die nach Eroberung, Entfesselung und Leidenschaft streben. Ich dachte mir schon, dass er uns hintergeht, aber das... Der Rat der Sith wurde aufgelöst. An alle, die mich wie Darth Serevin unterstützen wollen, vergesst eure Titel und lasst mich euch zum Sieg führen. Jene, die sich weigern, werden sich unserer Tarnflotte stellen müssen. Der Imperator ist Vergangenheit. Seine Station und seine Macht sind in meiner Hand. Wir werden die Galaxis erobern, während er schläft. Habt ihr wirklich gedacht, dass Malgus auf unserer Seite ist? Als Oberbefehlshaber könnt ihr doch wohl kaum so leichtgläubig sein. Als ob wir eine Wahl gehabt hätten. Malgus hatte Informationen, die wir benötigten, um Darth Aro aufzuhalten. Ich hatte gehofft, dass uns das ein paar Jahre des Friedens bringen würde. Wir empfangen Nachrichten von imperialen Comms. Malgus hat die Tarntechnologie, die Flotte und die Raumstation des Imperators. Ich weiß, ich habe schon zu viel von euch verlangt. Aber wir müssen Darth Malgus ausschalten, und zwar schnell. Ich habe den Imperator besiegt. Dieser Möchtegern wird bestimmt nicht seinen Platz einnehmen. Unterschätzt ihn nicht. Er hätte diese Machtdemonstration nicht gezeigt, wenn er sich nicht sicher fühlen würde. Ich muss mich mit unseren besten Militärstrategen beraten. Rüstet euch für den Kampf aus und kommt dann zu unserem Treffen. Das Schicksal der Galaxis steht auf dem Spiel. Ich hatte auf Urlaub gehofft. Ach Mann. Falsche Richtung, Alk. Alles klar. Flashpoint-Mission. Das überlebst du nicht. Und der fährt wieder hoch. Und ich kann nur zum Medi-Center gehen, was auf dem Dach ist. Oh, ey. Das ist so typisch. Oh Gott, ich will wissen, wie das aussieht aus deiner Sicht, wie da einer aufkommt und aufklatscht.
Ja. Ich nutze die Zeit und bin auf Klo. Ja. Oh, Mann, 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 ey. Puh. Mann, musste aber lange kacken. Da, 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 da. Da, 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 da. Wo war denn das mit den Emotes? Bitte weg hier, danke. Ach, du bist schon hier unten? Ja, Moment, Moment, Moment. Ah, da ist ein... Hier, das hier müsste aber gehen. Gesundheit. Hätte. Hätte. Was? Das ist so dumm! Wie soll das dämmen sein? Nee, ducken! Achso. Ich hab einmal mal Just for Fun ein paar Emotes gemacht. Das mit dem Miesen war auch ein Emote. Oh, Alter. Ja, Flashpoint starten, natürlich. Jetzt bin ich von der Sache überzeugt. Was wäre jetzt gewesen, wenn ich abgelehnt hätte? Wäre ich alleine reingegangen. Ja, oder du hättest halt gewonnen, oder derjenige mit der größten Zahl hätte gewonnen. Nee, ich glaube, da ist dann nur machen oder nicht machen, ohne irgendwas mit Dingsbums, ne? Zahlen. Der Sith hat es auf das Imperium abgesehen, nicht auf uns. Guck mal, da war darf Maul noch lieb. Zuvor geschworen, jeden du Scheiße, was ist das für eine Alte? Die passt zu deinem Charakter. Vergiss es. Vom Alter. Ich hab vielleicht graues Haar, aber ich hab exzellente Haut. Ihr seid hier. Ausgezeichnet. Naja. Vielleicht könnt ihr uns helfen, unseren Angriffsplan auszuarbeiten. Besser als deine... Darth Malgus hat uns schon einmal manipuliert. Du weißt schon was. Er weiß, welche Fallen er diesmal ausgelegt hat. Malgus wusste von eurer Konfrontation mit dem Imperator. Er hat die getarnte Raumstation des Imperators eingenommen, Drum und Kaas verlassen und ist im Weltraum verschwunden. Oberbefehlshaber, Darth Malgus' Streitkräfte überfallen Illum. Seine Schiffe sind wie aus dem Nichts aufgetaucht. Er greift beide Seiten an. Setzt jeden verfügbaren Soldaten ein. Die Republik wird diesen Planeten nicht verlieren. Och, 7. Das muss ein Tarnjäger aus Malgus Armada sein. Wir könnten also einen stehlen. Brillant. Auf dem Navigationscomputer eines Kommandojägers lassen sich sicher die Koordinaten von Malgus Raumstation finden. Ich wusste, dass es Darth Maul aus Episode 1. Das ist unsere größte Chance. Stehlt eines der Schiffe und ein guter Pilot könnte der Flugroute zurück zur Malgus Basis folgen. Oh, 98. Ein einzelnes Schiff wird gegen eine Raumstation und eine imperiale Flotte kaum eine Chance haben. Darum kümmern wir uns, wenn es soweit ist. Zuerst braucht ihr einen Piloten. Und ich weiß auch schon den richtigen Mann. Mich? Den alten Opa nehmen wir das nicht am Steuer. Bereit, Oberbefehlshaber. Es gab eine Planänderung, Kantaros. Unsere Freunde hier brauchen Hilfe beim Stehlen eines Tarnjägers, um anschließend zur Malgus Raumstation zu fliegen. Ihr habt euch soeben freiwillig gemeldet. Gleich jetzt ist immer der beste Zeitpunkt. Die Republik dankt euch, Kantaros. Bereitet euch jetzt auf den Kampf vor. Er wird euch an den Frontlinien absetzen. Sobald ihr gelandet seid, stehen nur noch zwei Armeen zwischen euch und den Tarnjägern in Malgus vor. Ich spüre eine dunkle Kraft, die sich Illum nähert.
Das ist mal. Wer auch immer diese Invasion anführt, wird bald da sein. Möge die Macht mit euch sein. Was? Ich wollte gerade sagen, das ist mein Lichtschwert, das ich ausfahre, aber nein. Ich hab's so kniffen. Oh Mann. Was, wenn wir eins sind? Sicher? Oder? Eigentlich kann man die auch zu zweit machen in der Gruppe. Nee, du stehst. Nee, Kira steht bei mir. Du nicht. Ja, ich hab nur Ladebild. Eieiei, dauert das bei dir lang. Ja, überleg mal, was ich alles offen habe. Ja, das war keine Kritik. Doch, das war so 100%, du alter Sack! Ey, du Milchgesicht. Wie ist denn das eigentlich so, wenn man mit Krückstock und Lichtschwert hantiert? Also, tust du dir ab und zu mal den Krückstock stutzen dadurch? Mach dir deinen Kopf kürzer, ey. Richtige Schönheit, was? Modifiziertes CIG-Angriffsmodell. Oh, danke, direkt aus der persönlichen Sammlung des Oberbefehlshabers. Wir bringen das Schätzchen ganz nah ran, aber ich werde euch absetzen müssen, wenn die Luftabwehr zu dicht wird. Von da aus bleibe ich mit euch in Kontakt und halte euch den Rücken frei. Ich arbeite immer gern an meiner Lichtschwerttechnik. Anschnallen und festhalten. Dann zeigen wir Darth Malgus mal, mit wem er sich angelegt hat. Das Raumschiff passt zu dir, das ist so schon in die Jahre gekommen. Was für eine Schönheit, das ist ein hässlichstes Ding. Das ist auch schon in die Jahre gekommen. Aber das erinnert mich an Clone Wars, an das eine Raumschiff von Anakin und Ahsoka. Das hatte auch so ein Ding, was seitlich runtergeklappt wurde. Oh je, die hatten viele Dinger, die so seitlich runtergeklappt wurden. Ich hab eins, das klappt sich nach oben. Alte Schnauze! Okay, wo müssen wir hin? Mir wird einfach nichts markiert. Ja, auch nicht. Nimm eine Fähre. Die ist hier oben. Hä? Hey, wo bist du jetzt hin? Hä? Warte mal, wo sind denn die Fähren? Hä? 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 Es wird nix angezeigt! Ach doch, da hinten! Ah! Wo wird was angezeigt? Bei den Gräbern! Die imperialen. Ich will jetzt den Gleiter dahin! Ganz links! Sie trotzdem nicht aus den Augen lassen. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Kommst du hinterher? Ja. Nee, Angriffskolonne ist unterwegs. Kann man, oder? Kann man nicht mehr, oder? Du bist gerade weg gewesen bei mir. Naja, was ist Angriffskolonne? Bis du da bist, weil du so lange hinterher rumpelst? Ich bin vor dir hier. Viel Glück da. Alter, wir sind insgesamt 6 Leute, WTF. Ach nee, uns wird nur ein Druide zur Verfügung gestellt. Na toll. Schade. Rentner brauchen Druiden als Unterstützung. Ja, weil der Rentner nicht wegläuft. Hier geblieben. Ist dein Krückstock kaputt? Oder warum soll ich zurückkommen? Machst du überhaupt was? Ja, ich kämpfe gegen das Riesenvieh. Und jetzt loot ich. Wann braucht der Oberland schon einfach Soldaten? Ei, ei, ei. Kein,
Das liegt. Du bist bei mir durch die Gegend geflogen, in Hock. So in gehockter Position gerade. Das, Alter, was es hier manchmal noch für Bugs gibt im Spiel. Was ist das? Das ist nur 10 Jahre alt. Das ist nochmal richtig geil. Oh Gott. Müssen wir überhaupt hier lang? Ja. Schon wieder? Du fliegst in gehockter Stellung bei mir rum. Hey, ich stehe hier. Mach den Stream auf! Bleib mal stehen! Mach den Stream auf! Ja, ich seh's, aber... Ist das geil! Ey, du hast echt heute den Clown gefrühstückt. Hey, siehst du, der alte Mann, der kann was. Der kann wenigstens fliegen. Auf die Fresse? Wenn der Krückstock bricht? Oh, Alter! Mann, hört auf, Star Wars! Ich will spielen! Oh, Mann, ey! Ah, lol, wenn ich den loote, kriegst du 395 Credits. Ich... Warte mal, du kriegst... Hä, ich krieg weniger Geld als du? Nö, ja, ich den gekillt raus, hab. Raus aus der Gruppe, raus. Ich bin Anführer. Ich hab den gekillt. Ich mach hier die Bärenarbeit. Wo müssen wir überhaupt hin? Beute? Lol, man kann die Beuteregel einstellen. Was für eine? Was kann man einstellen? Beuteregel. Wenn du auf deinen Namen links rechtsklick machst, unten auf dein Bild, ja. Unten Beuteregel. Mach mal einen Kampf, Konzentration. Ich bin auf Konzentration. Ich habe Verteidigung, Fokus, Wachsamkeit. Ja, auf Wachsamkeit, aktuelle Disziplin. Komisch. Hä? Ach so, eigentlich ein bisschen Loot abbekommen. Wohin müssen wir überhaupt? Nach hier unten. Den wollte ich jetzt nicht angreifen. Oh. Kann man sich vorbeischummeln an dem Riesen? Nichts da! Denk positiv, gib Credits! Sieht aus, als würde Malgus zu seinem Wort stehen. Hm? Er hat fremdartige Verbündete überall in den Schützengräben. Wo bist du, Darko? Jetzt? Nö, ich. Naja, komm. Alter, jetzt wird. Nö, warte mal. Nö, jetzt, das ist zu viel. Was? Jetzt, ich wurde beschossen mit Raketen. Na, Faulheit wird halt bestraft. Du kriegst halt immer mehr wie ich. Hey, diesmal hast du mehr bekommen bei mir. Echt? So. Ey, nee. Kannst du gehen mal erzählen, was hier heute abgeht? Oh. Warte mal, Ike. Was schätzt du, wie viele Sekunden, Minuten? Was wir brauchen, um den umzuhauen? Ja, ich würde normalerweise wahrscheinlich 5 Minuten brauchen. Bei 50.000 bei einem aktuellen Damage-Wert von 330 ungefähr. Keine Ahnung, eine Minute? Okay. Ist aber so, wenn da nicht viel passiert, brauchen wir nicht mal 30 Sekunden. Ja, jetzt kommt Unterstützung dazu. Ich
700 Credits gab es natürlich. Ich habe einfach gar nichts zum Looten. Geil! Richtig so! Ja, dann müssen wir dann da rein. Graf Kira. Ich hatte einen blauen Dings da oben. Wollte hab ich dir weggelootet. In die Minen. Das ist der einzige Zugang. Was soll denn das? Normalerweise ist ja der Loot aufgeteilt oder hast du das umgestellt, dass nur du den Loot kriegst? Nö, ich hab. Dann, ich wüsste nicht dann, mal wo. Dann kämpfe ich auch nicht. So. Guck ich jetzt zu. Du hast mir schon sehr, sehr häufig hier den Loot weggeschnappt. Jetzt war ich ja davon mal schneller. Ja, normalerweise steht das ja zum Beispiel auch bei dem Geld da oben Ike und ein Darko bei mir zum Beispiel. Und wenn du das lootest, dann verschwindet unten das, aber oben der, das Teil bleibt noch. Was? Ach, ist egal, wenn ich kein Loot kriege, kämpfe ich ohne ganz einfach. Dann bist du halt mein Navigator. Ich guck sogar weg, wenn du kämpfst, so. Wo bist du überhaupt? Ich stehe hier oben. Achso. Ich stehe weit über dir! Vor allem, warum dort lang? Wir könnten oben lang rennen, ohne zu kämpfen. Keine Ahnung, macht Spaß. Ich seh dich da vorbeischleichen, hallo? Ich kämpf gegen den Boss. Schlag zu, Drindarzell. Für Imperator Malgus. Ja, wieso rennen die jetzt zu dir? Was soll denn das? Ich kämpf gegen die. Hä? Was? Die haben mich auf welche angegriffen, die Typsis. Ne, ich kämpfe ja gegen den Boss hier. Was soll denn das, ey? Das ist doch gerade, ey, wenn ich jetzt hier keinen Loot kriege, Alter, dann. Da wird doch nur auf mich immer wegzuschubsen, Mann. Wie feige seid ihr denn? Na, jetzt kommt selbst der scheiß Boss auf mich hier zu. Okay, eigentlich ich muss einkämpfen lassen, das ist so ein hässliches Typ. Hey, das sind zwei Bosse. Ja. Ich bin Häuptling Velaso Gretsch, Vereiniger der Kali-Stämme und Zerstörer der Republik. Welche Trophäe werde ich mir von euch holen? Ein Ohr? Eure Waffen? Malgus wird mich für euren Tod ehren. Malgus, ich bin eine Schande für euch. So schnell stirbt niemand. Bei mir steht jetzt wirklich hier Ike LP, verarbeitete Impfstoffe, Darko kriegt einen Ranzen, Ike LP, irgendein Aufwärtsteil. Vier Paket, vierseitiges Heft kriegst du. Du kriegst viel, viel mehr als ich. Und das hier ist tatsächlich besser als. Holy shit!
Ach so, das ist welches mache ich denn da weg? Da kriege ich Präzision, da geht aber kritischer Treffer weg. Das heißt, ich mache das mit Präzision und Angriff weg. Das weg, das hin. Jetzt habe ich erstmal mehr Leben bekommen. Cool. Hier. Warte mal, gab es da nicht noch was? Das, ach komm, die aus. Das, warte mal, vielleicht kannst du die gebrauchen. Darko, handeln. Geht nicht, scheiße, wir sind gerade schon wieder scheiße. Och, leck mich. Oh, ist das ein schöner Kristall. Oh. Du willst doch nur, dass ich wieder kämpfe. Oh, ist das schön. Nein. Och, du kämpfst! Och, Darkus, tut mir. Guck mal, da kommt noch so eine Riesenratte zu dir. Das ist ein Tiger, aber nett, dass du es als Ratte bezeichnest. Boah, ich krieg Kopfschmerzen, ey, ich muss aufhören. Da, wieder taufrisch. Es geht nicht anders. Wo bist du denn? Na hier, ich kämpfe. Siehst du mich nicht? Okay. Läuft einfach an dem ganzen Scheiß vorbei. Wieder mein ganzer Loot! Nee, du hast bei mir statt, dass du 100 irgendwas abbekommen hast. Willst du mich verarschen? Ich habe 100 Geld gekriegt, mehr nicht? Das war definitiv viel mehr Loot, der hier. Boah, ne. Boah, das ist assi, ey. Boah. Ich sag mal so, für so asoziales Verhalten, was du hier gerade schon wieder da machst. Hä? Wo bist du denn? Ich mache nur das, was ich gesagt habe. Wenn ich kein Loot krieg, kämpfe ich nicht mehr. Ja, das ist scheiße doch, oder, Alter. Was soll das? Ich habe die weggeklatscht. Du bist beim letzten dazugekommen. Und du... Ey, komm, ich habe von dem Boss habe ich zum Beispiel gar nichts bekommen. Also... Wollt mich nicht wundern, dass ich immer noch nicht auf 600.000 bin hier. Willst du mal lachen? Ich hab 79.000. Na, du bist selber schuld, wenn du so viel ausgegeben hast vorhin. Hör auf zu essen im Stream. Oh, jetzt hab ich schon Hunger. Hier vom Schreibtisch hab ich nicht. Toll! Wohin müssen wir überhaupt? Nur da lang? Laut feindlichem Funkverkehr ist Darth Malgus rechte Hand auf dem Weg nach Ilum. Seid vorsichtig. Echt jetzt? Ja, jetzt klaue ich den Loot. Und da stand nicht da, dass du so und so viel kriegst und ich so und so viel. Das stand nur einmal da. Also kannst du dir erzählen, das ist bei diesen normalen Dingern ja von dir mal was abbekomme.
Das nicht immer, noch. Aber bei dem, wo du gefragt hast, stand was. Das stand bei mir nur für mich. Schäß, hättest du es gelootet, hättest du es bekommen. Ja, wo bist du jetzt schon wieder? Da. Ich warte hier auf dich. Ich hab, den umgehauen. Nur so zur Info. Ich habe gekämpft. Ja, ja, und den hast du auch gelootet. Den anderen habe ich umgehauen und habe ihn gelootet. Du musst da lang. Ja, genau. Du musst da lang, genau. Oh Gott, da hilfst du jetzt aber. Ich hab die Dinger gesehen und bin erstmal zu dir gekommen. Oh, die Alter, machen die Damage. Ja, die scheinen gut Damage zu machen. Aber ich will nicht so sein. Jetzt habe ich zum Beispiel wieder nichts bekommen. Da, warum kommst du in meinen Kampf mit dem Druiden rein? Wie der Feigling aus rumrennt, aber mich anmeckern. Ich kann heute nicht ernst bleiben. Es geht nicht mehr nach dieser komischen Hackfresse. Gib jetzt nicht alles auf diese Hackfresse. Doch. Soll ich lieber auf den alten Opa schieben? Darko, ich bring dir Freunde mit. Die sind gerade im Raumschiff gelandet vor meiner Nase. Ich kämpfe hier und du schleppst nur noch mehr Ärger an. Nee, die sind wirklich mit dem Raumschiff gerade gelandet. Meine Güte, aber wo lang? Siehste, ich mach was. 1 von 10. So schnell stirbt niemand. Oh nein, die sind so eine Hackfressen. Weg mit dem Viehzeug. Diese Hackfressen sind einfach nur umgedrehte Köpfe. Pass mal auf, dich hab ich umgemietet. Dein Loot will ich haben. Immer 400 Geld. Oh, grüner Loot. Ach, da gut, den Tanzschuh. Wow, obwohl ich den umgehauen hab. Oh, geradeaus. Ja. Du nimmst Grell Tack, ich nehme die anderen, okay? Gut. Grell was? Du nimmst den in der Mitte. Alter, der hält was aus. Der hält ganz schön viel aus. Dafür, dass wir zu viert dann raufkloppen, ja? Denn wir haben jetzt zwei Heiler. Oh Gott. Alter, hörst du mal auf? Alter, der bounzt mich schon mal weg. Nicht nur dich. Oh
Unterstützung. Alter, ernsthaft? Du lootest im Kampf! Obwohl ich dir helfe, krieg ich wieder nichts ab! Ich hab nur zusammengefunden. Jetzt streik ich. Jetzt streik ich. Jetzt streik ich definitiv. Ich habe dich gelootet. Ich hab's nur zusammengefügt, Körper. Du hast gelootet. Ich habe das gesehen. Du hast hinter mir gehockt und die blauen Strahlen sind verschwunden. Nein, wir haben sie nur zusammengefügt zu einem. Ungefähr so hier hast du nämlich gemacht. Oh, alles ging auf einmal nur an mich. Nein, habe ich nicht gemacht. Doch, hast du gemacht. Ich schwöre, echt, habe ich nicht. Ich habe gehockt, ich wollte einsam, habe ich mir so überlegt. Nein, nein, nicht, ich habe das Geld gedrückt. Und dann wurde das alles zu einem Streit zusammengesammelt. Kann ich die Kira wegschicken? Die kämpft hier nämlich mit, das will ich jetzt. Gerade geht's auch mal. Ganz ehrlich, wie häufig haben wir in GTA das Thema Teamplay? Mach ich doch, ich unterstütze dich von der Seite. Guck! Hast du gesehen? Alter, ich springe hin. Guck mal, Unterstützung! Wie viel Leben hat der eigentlich gehabt, weißt du das? 150.000, steht da unten. 159.022. Guck mal, ich frag mich, was du hast. Ich kämpf doch mit. Ernsthaft? Ich krieg wieder irgendeine Rotzblöre, die ich nicht... Ja, ich doch auch. Ich hab nicht mal Geld bekommen. Korruptes Spiel. Was hast du bezahlt, damit du den geilsten Loot kriegst? Nicht, ich spiele einfach. Nein, nee, du klaust. Deswegen hast du den Namen Lootkönig. So. Selbst meine Kinder nennen dich schon so in Fortnite. Ja. Weil du neben den sitzt. Vor allem, ich habe mit den Kindern gespielt das eine Mal. Oh, zum Glück spielen wir ohne Dark oder kann er uns nichts weglooten. Das war die Aussage von meinem Sohn, Alter. Ich habe mich nicht mehr hingekriegt. Oh, also, du hast den Namen weg, definitiv. Ich müsste eigentlich eiskalt einfach wirklich alles weglooten, damit ich diesen Namen auch verdiene. Und das wir können mich mal am Arsch lecken. Das machst du. Denn ich weiß ganz genau, Renn weiter, schade. Kann ich dich nicht da runterschubsen? Denn ich weiß ganz genau, in dem neuen Minecraft-Modpack, ich werde nichts haben. Du wirst starten und im Umkreis von 10 Millionen Blöcken ist eh schon alles weggelootet. Du bist eine Sekunde auf dem Server, alle Dörfer sind leer. Das liegt dann aber an der Programmierung, nicht an mir. Da muss ich mir sowieso noch was zu einfallen lassen. Ich sag mal so, andersherum musst du es auch so betrachten. Ich komme auf den Server und finde keinen einzigen Dia mehr. Da bist du dann selber dran schuld, wenn du auf der falschen Höhe gräbst. Sag ich was? Wenn du auf der falschen Höhe gräbst, kann ich ja nichts dafür. Ja, nee, weil du schon wieder mit was weiß ich für Hacks alle Dia-Vorkommen gelöscht hast. Oder abgefarmt hast. Löschen trifft sehr. Man kann es ja seit der 1.16 sein. Hört ich eigentlich in der Config, ja. Man kann das halt wirklich einstellen, dass keine Dias spawnen. Alec, wo willst du jetzt hin? Ich wollte eigentlich weiter rennen. Ich hab das schon mal kaputt gemacht. Das war ziemlich laut. Nee, aber zu den Sachen halt Dark-Rüstung, hier Darkseer-Rüstung und so weiter und mit den Dörfern dann allgemein erkunden, dass wir das wirklich dann immer nur zusammen machen.
jetzt eine Ehe erkunden, dass man sich halt abspricht, dann und dann gehen wir halt erkunden. Weil es wird nicht ausbleiben, dass wir erkunden gehen. Vor allem bei so Dingen wie im Twilight Forest müssen wir uns halt absprechen, weil... Da werden wir zusammen immer reingehen, tatsächlich. Aber können wir diese Dungeon, wir können die ja nicht zusammen machen. Oder? Nee, aber dann machen wir sie eben halt zweimal. Ist ja nicht das Problem. Nee, wäre einfach schöner, weil... Sonst muss... Hatte ich ja schon bei Theopolis. Ich hätte ewig weit laufen müssen, bis ich überhaupt einen Dungeon finde. So, wo ist die Konsole? Da ist die Konsole. Fast richtig abgetimt. Ein Gesprint ist bei mir die ganze Zeit. Echt? Ich hab das Ding schon kaputt gemacht. Nähere mich für den Bombenangriff. Ja, das hab ich auch mitbekommen, aber du läufst die ganze Zeit gegen diesen Angreifer. So, muss man hin. Ich würde mich erstmal safe irgendwo hinstellen, in Ruhe. Ich brauche ganz kurz frische Luft. Sonst kriege ich echt gleich übelbärigste Kopfschmerzen. Bis gleich.